Herzlich willkommen zur Medienrunde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach unserem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ein herzliches Willkommen den Gästen von Bürkelberg, hatte ich beinahe gesagt. Das ist ein bisschen länger her. Eugen Polanski. Ich wundere, deswegen ist okay. Ja, also ich habe da gespielt, also ist okay. Dem jungen Mann von Bürkelberg, dem älteren Herrn hier, der auch gespielt. Entschuldigung. Eugen, bitte danke. Das war's. Ja, können wir aufhören. Ja, erstmal hallo. Und auch fernab vom Spiel, also was hier los ist, das habe ich auch Dietmar schon gesagt, also Respekt, das hat wenig mit Regionalliga zu tun, außerhalb des Platzes, auf den Rängen, das ist schon, ja, ich würde es auch noch nicht mal Drittliga nennen, ich würde es eher Zweitliga nennen und das, was uns dann auf dem Platz erwartet hat, auch höher Klassik als Regionalliga. Zum Spiel, ich glaube, dass wir beide erst bei der Halbzeiten oder bei der Anfänge der Halbzeiten schon klar unterlegen sind. In der ersten Halbzeit haben wir viele Sachen noch regeln können und kein Tor kassiert. Machen durch ein Standardtor dann das 1-0, was natürlich uns in die Karten spielt. Spielen insgesamt dann ab der 10., 15. Minute eine echt gute erste Halbzeit. Kommen dann aus der Pause raus und da haben wir es nicht gut verteidigt. Da kriegen wir das zweite Tor so, wie wir es erste auch kriegen, schon in der ersten Halbzeit. Das gilt auf jeden Fall, das zu verbessern. Ansonsten habe ich, glaube ich, eine Duisburger Mannschaft gesehen, die besser war als wir, deswegen auch verdient gewonnen hat. Dietmar hat es richtig gesagt, so gut habe ich sie in der Saison trotzdem noch nicht gesehen. Also scheiße, dass sie gegen uns so gut gespielt haben. Aber ich bin absolut d'accord mit der Leistung von unserem Team. Und ich glaube, dass wir auch mit solchen Leistungen auf jeden Fall trotzdem weiter oben spielen können. Ich wünsche dir, Dietmar, und Duisburg dann alles Gute für den Rest der Saison, außer uns im Rückspiel. Und ja, euch einen schönen Abend noch. Vielen Dank, Eugen. Dietmar, bitte. Ja, hallo zusammen. Eugen, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Also alle, die jetzt mitschreiben, ganz wichtig, erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit gut. Bitte, schreiben. Ja? Ich denke auch, es war heute schon einer der besten Leistungen. Ich hatte heute auf der Bank zum ersten Mal so das Gefühl, dass ich auch sehr spät erst wechseln muss oder will oder wie auch immer. Wir haben heute gewechselt, weil wir müde waren, weil Spieler nach der englischen Woche einfach platt waren, weil sie heute unheimlich viel investiert haben. Wir haben überhaupt nicht aus Leistungsgründen gewechselt und das zeigt halt, dass die angefangen haben, bei allem Respekt für die halt draußen waren, vielleicht hätten die es heute genauso gut gemacht, aber die halt angefangen haben und fast das ganze Spiel über gespielt haben, die haben es wirklich gut gemacht. Das Einzige, was in der ersten Halbzeit negativ war, war das Standardtor, das habe ich in der Halbzeit auch gesagt. Sollten einfach so weitermachen mit diesem Engagement, mit dieser Zweikampfstärke, mit diesem Mut, vor allen Dingen über Außen. Ich glaube, beide Außenspieler, Simon und Pet, haben heute so viele 1-gegen-1-Situationen positiv gestaltet, so viel initiiert über Außen, so viel vorbereitet. Wir haben viele Bälle über Außen reingespielt, wo Großchancen da waren. Ich erinnere nur an die erste von Malek. Aber es gab wahrscheinlich 3-4 solcher Situationen. Wir haben schöne Tore erzielt. Es freut mich natürlich, dass Malek 2 Tore gemacht hat. Das ist für einen Stürmer immer wichtig. Er wurde ja auch schon von vielen Seiten kritisiert oder die Stürmer grundsätzlich an ihrer Quote gemessen. Aber ich habe immer gesagt, die Jungs arbeiten vorne extrem viel und die belohnen sich und der Knoten platzt schon. Und heute war es halt bei Malek so. Und es gibt heute keinen rauszuheben. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, ein hochverdienter Sieg. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir hatten heute Spitzenspiel. Okay, vor dem heutigen Tag war es 1-5, aber vor dem eigentlichen Spiel, da war es 1-3. Und wir haben das so angenommen, wir waren selbstbewusst, wir haben die Tabellenführung ausgebaut und ich bin so stolz auf meine Mannschaft und das müssen wir jetzt nächste Woche bestätigen. Wir können jetzt durchschnaufen, wir spielen erst nächste Woche Sonntag in Wuppertal und werden versuchen, das dann genauso auf den Platz zu bringen. Und die Brust wird, glaube ich, breiter. Das merkt man auch, wie die Jungs nach dem Spiel drauf sind, wie stolz sie über sich selber sind und das können sie auch sein. Und von daher ist es das ganze Trainerteam und es war heute ein rundum gelungener Tag und von daher alles gut. Euch wünsche ich natürlich auch alles Gute und wir sehen uns im Rückspiel. Vielen Dank. Dankeschön. Habt ihr Fragen? Hermann Kiewitz, bitte. War es eine der besten Saisonleistungen oder die beste Saisonleistung? Also wir haben ja schon oft diskutiert. Ich glaube, wir haben heute zwei sehr, sehr gute Halbzeiten gesehen. Über die Strecke hinaus war es wahrscheinlich das Beste. Wir haben immer mal Phasen in den Spielen davor gehabt, wo es nicht immer gut lief. Aber heute lief halt fast alles gut, bis, wie gesagt, auf die Standardsituation, die wir schlecht verteidigt haben.
Von daher, ja. Aber ich glaube, wer so viele Spiele wie wir bisher gewonnen haben, der muss vorher auch schon viel richtig gemacht haben. Wir haben das nicht mit Glück gewonnen und wir haben auch das nicht geschenkt bekommen. Wir haben vorher schon viel investiert, aber heute finde ich über die gesamte Spielzeit, 90 plus Nachspielzeit, war es schon sehr, sehr gut. Fabian, bitte. Ja, Tugbenio hat jetzt drittes Spiel gemacht hintereinander, erst eine halbe Stunde in Köln, dann eine Halbzeit in Bocholt, heute durchgespielt und auch ordentlich performt, würde ich mal sagen. Wie siehst du seine Entwicklung so? Er hat vorhin gesagt, er fühlt sich immer besser und fit und ja, hat ja auch die Leistung heute gezeigt, würde ich sagen. Ja, ist ein Spieler, der über ein Jahr halt nicht gespielt hat, der dann bei uns war, der sich dann auch am Anfang verletzt hat, der sich rangekämpft hat, der sehr fleißig ist, sehr professionell, wie übrigens alle meiner Spieler, aber ist schon eine besondere Situation bei ihm. Wir haben gesagt, er braucht Rhythmus. Ich glaube, er hat in Bocholt jetzt vielleicht nicht sein bestes Spiel gemacht, war auch gelb vorbelastet. Der Schiedsrichter hat da sehr schnell mit den Karten um sich geworfen und dann haben wir da auch reagiert. Aber es ist ja logisch, dass ein Spieler Rhythmus braucht und den Rhythmus bekommt er, indem er Spiele bekommt. Und da war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir ihn wieder spielen lassen. Wir waren mit Sicherheit selber überrascht, dass er das über 90 Minuten so hinbekommt. Aber Chapeau, das hat er sich verdient und der war heute auf jeden Fall ein ganz wichtiger Stabilisator im Mittelfeld. Genau, emotionaler Moment gerade noch vor der Kurve, auch für dich logischerweise. Gib uns mal einen Blick in deine Gefühlswelt, die gerade. Nee, das behalte ich für mich. Okay. Also das geht auch nicht. Dann vielen Dank für eure Fragen, für eure Antworten, euren guten Heimweg. Viel Erfolg in den kommenden Wochen und uns auch einen schönen Sonntag noch. Danke. Danke.